So, hallo und herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt anfangen. Ich gucke mal, ob alles läuft. Es läuft alles, genau. Schön, dass ihr alle hier seid und ich begrüße euch zum Talk mit Jörg Schindler. Unser Thema heute: Quo Vadis Türkei? 7 Jahre nach den Gezi-Protesten wollen wir heute erneut einen Blick Richtung Türkei werfen und über die Situation emanzipatorischer Bewegungen vor Ort und dort sprechen. Unser Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler hat heute die Autorin und Journalistin Sibel Schick eingeladen. Sibel, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Sie wird uns heute eine der vielen Perspektiven erzählen, die es auf diese eindrucksvollen Proteste gibt. Zu mir vielleicht einen kurzen Satz. Mein Name ist Inva Halili und ich werde heute ein wenig durch die kommenden 45 Minuten führen, gegebenenfalls technische Fragen klären und dafür sorgen, dass eure Fragen, dass eure Kommentare an Sibel und Jörg weitergehen. Ihr kennt unser Format, das ist ein interaktiver Talk. Ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten, euch einzubringen und auch euch einzumischen. Wenn ihr bei Zoom live persönlich mitdiskutieren wollt, dann meldet euch einfach per Handzeichen. Diese Funktion findet ihr in der unteren Leiste bei den drei Punkten. Dann sehe ich das und gebe euch Bescheid, wann ihr dran seid. Oder ihr sagt, ich habe keine Lust gesehen oder auch gehört zu werden und dennoch eine Frage, dann stellt ihr einfach eure Fragen über die Funktion F und A oder über den Chat. Wer bei Facebook zuschaut, nutzt am besten die Kommentarfunktion. Auch dort verfolgen wir eure Kommentare und bringen sie hier in die Diskussion mit ein. Letzter organisatorischer Hinweis: bei unseren Veranstaltungen legen wir natürlich viel Wert auf eine nicht diskriminierende und auch eine nicht beleidigende Sprache. Wenn ihr euch meldet, dann achtet bitte drauf, sonst fliegt ihr raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der nächsten Dreiviertelstunde. Ich werde mich zwischendurch mit Fragen und Kommentaren melden. Und ja, ich freue mich auf euer Gespräch und übergebe nun an dich, Jörg. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Heute wieder zu unserem wöchentlichen interaktiven Talk. Diesmal zum Thema Quo Vadis Türkei? Und ich habe mir diesmal Sibel Schick eingeladen. Sibel ist freie Autorin und Journalistin. Sie arbeitet zum Thema Türkeipolitik und Antirassismus. Es ist ja so, dass wenn wir heute und gestern und vor ein paar Tagen die Nachrichten zur Türkei lesen, dann ist da wenig Anlass für Gutes. Die Türkei erlebt gerade eine schwere Wirtschaftskrise, darüber hinaus der Kursverfall der Lira. Es ist eine hohe Arbeitslosigkeit, nicht zuletzt die aggressive Politik im Mittelmeer, wo es um Erdgasvorkommen geht, wo die Türkei sich mit Griechenland streitet, die Aggression in Nordsyrien. Alles Dinge, die derzeit wenig Hoffnung machen, dass die Türkei tatsächlich auf einem guten Weg ist, sondern sie ist auf einem sehr problematischen Weg. Das war aber nicht immer so. Es gab 2013 mit den Gezi-Protesten eine Hoffnung, eine große aufblühende Hoffnung. Und wie konnte es dazu kommen, dass das so plötzlich schwierig wird? Dazu habe ich mir Sibel Schick eingeladen. Sibel, wie konnte das so kommen eigentlich? Wie konnte das so kommen? Also ganz viele betrachte ich als Bemühungen der AKP einfach zu überleben und an der Macht zu bleiben. Also ganz viel auch in der Außenpolitik dient ja dazu, von den Problemen innerhalb des Landes abzulenken. Also von Frauenmorden, von Arbeitermorden. Also das sind Unfälle, die auf dem Arbeitsplatz passieren, infolgedessen Arbeiter ums Leben kommen. Und diese werden Morde genannt, weil sie politisch begünstigt werden durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen. Arbeitslosigkeit, ungerechte Verteilung, Probleme in Bezug auf Zugang zu medizinischer Versorgung, jetzt während der Pandemie auch nochmal eine neue Dimension gewonnen hat, etc. pp. Und natürlich ist das immer im Sinne der Regierung, wenn eben von solchen Problemen abgelenkt wird mit Hilfe von einer massiven Gewalt und massiver Aggression, nicht nur den Menschen gegenüber, die in der Türkei auch leben, sondern auch im Außenpolitik als in Form von einer Machtdemonstration sozusagen.
Und damals, 2013, war es ja schon ein Hoffnungsschimmer. Was waren denn die Auslöser der Proteste damals auf dem Gezi-Park? Also einiges. Es hat ja eigentlich damit angefangen, dass dieser Park in Taksim in Istanbul verteidigt wurde erstmal. Es ging um ein Stadtprojekt und dieser Park sollte vernichtet werden. Allerdings war es einer der letzten Plätze innerhalb der Stadt, wo Menschen Zeit verbringen können, durchatmen können, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Überall an jeder Ecke Einkaufszentren, was halt ein Dorn im Auge waren für viele Menschen bis heute sind, weil öffentliche Plätze dafür vernichtet werden. Und was eigentlich als Verteidigung von diesem Park angefangen hat, durch die übermäßige, gewaltige Reaktion der Polizei hat eine neue Form gewonnen innerhalb von ein paar Tagen. Und es ging dann halt eben nicht mehr nur um diesen Park und nur darum, öffentliche Plätze zu verteidigen in Städten, sondern auch um andere politische Probleme wie, es sind unterschiedliche, also es gab so viele unterschiedliche Gruppen, die dort Widerstand geleistet haben. Es gab FeministInnen waren dort und natürlich auch, darunter verstehe ich auch die LGBTI-Plus-Bewegungen, die Kammer und Gewerkschaften waren vor Ort, ethnische und religiöse Minderheiten ebenso. Und das sind Gruppen, die eigentlich nicht so viele Überschneidungen haben, aber auch doch irgendwie. Also es gab natürlich gemeinsame Nenner, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Gezi war ja überwiegend eine weiße Bewegung sozusagen. Aber auch innerhalb diesen Demonstrierenden, innerhalb diesen Menschen, die dort Widerstand geleistet haben, waren ganz viele AkademikerInnen zum Beispiel, die arbeitslos waren, die einfach keine Arbeit gefunden haben. Aber auch nicht akademisierte Arbeitskräfte, die ebenso unter Armut gelitten haben, verschuldet sind und keine Perspektive haben. FeministInnen haben beispielsweise, also wenn man sich die Berichte durchliest von Menschen, die damals Widerstand geleistet haben, sieht man eindeutig, dass ganz viele Menschen auch aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen da waren. Bei FeministInnen war das zum Beispiel nicht nur Frauenmorde, häusliche Gewalt oder Zugang zu sicheren Abtreibungen, sondern auch die Tatsache, dass sie ihre Kinder einfach nicht in den Krieg schicken wollten. Und das ist natürlich auch eine rassismuskritische Haltung gleichzeitig, was auch in den feministischen Bewegungen dann nochmal sichtbar werden. Oder religiöse Minderheiten, zum Beispiel Aleviten, die um ihr Recht auf Djem-Gebetshäuser gekämpft haben und dafür, dass ihr Glauben in Religionunterrichten nicht assimiliert und unsichtbar gemacht werden, dass sie selber natürlich auch nicht assimiliert gemacht werden, dass sie ihr Recht auf freie Religion, Ausübung in Anspruch nehmen können. Und Kurden haben, also die kurdische Freiheitsbewegung war eigentlich auch schon vor Ort. Am Anfang allerdings, in den ersten paar Tagen, waren sie ein bisschen distanziert. Es gab auch Stellungnahmen, die sich darauf bezogen haben, dass es halt eine überwiegend weiße, eben eine nationalistische, kemalistische Protestbewegung sei, was dann aber auch sich mit der Zeit tatsächlich auch geändert hat und die dann auch gemerkt haben, okay, wir müssen ein Teil davon sein, wir kommen nicht drum herum. Und gemeinsame Nenner, na gut, ich meine, natürlich sind ganz viele unterschiedliche Menschen halt von Armut und ungerechter Verteilung betroffen gewesen, aber ich meine, wenn in einem Land Krieg herrscht, dann kommt das ja an niemandem so unbemerkt vorbei. Insofern waren die Forderungen. Es gab zum Beispiel auch antikapitalistische MuslimInnen, die vor Ort auch demonstriert und gebetet haben und die dann ganz klar antikapitalistische Stellungnahmen gezogen haben und die Stadtpolitik der AKP zum Beispiel eindeutig kritisiert haben. Diese Menschen kamen tatsächlich zuerst einmal über diese, also es wird ganz oft in einen Begriff verwendet in Bezug auf die Gezi-Bewegung, was aber, wenn man das ins Deutsche übersetzt, historisch sehr negativ aufgeladen ist, und zwar Schutz des Lebensraums.
das natürlich halt nicht denselben Bezug hat in der Türkei. Das bezieht sich auf die Städte, auf die Stadtpolitik tatsächlich. Und das war tatsächlich der Auslöser. Allerdings ging es halt um alles Mögliche an Ungerechtigkeiten am Ende. Diese Vielfalt der Bewegung, also wenn ich das so höre, zwischen sozialer Gerechtigkeit, Ökologie, aber eben auch Freiräume zu schaffen, bis hin zu natürlich auch eine Bewegung gegen Krieg. Wenn sie so breit war, wieso ist sie dann letztendlich zerschlagen worden? Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich auch tatsächlich Menschen stellen müssen, die dort Widerstand geleistet haben. Daraus konnten sie einfach keine substanzielle und nachhaltige Bewegung oder gemeinsamen Widerstand sozusagen entwickeln können. Und das spricht eigentlich ganz stark dafür, dass man Probleme, die tief in einer Gesellschaft verankert sind, so wie zum Beispiel Rassismus, nicht über Nacht oder auch innerhalb von einem Monat überwinden kann. Wir haben gemerkt in den Gezi-Widerständen, dass Menschen, die auch selber marginalisiert sind, ja, religiöse, sexuelle Minderheiten oder ethnische Minderheiten, die haben vor Ort gemeinsam mit allen Widerstand geleistet. Was ist passiert? Ein paar Monate später waren die Kobane Demonstrationen und die Kemalisten zum Beispiel haben gesagt, nee, die Menschen in Kobane, die sind Terroristen, wir unterstützen diese Demonstrierende auf der Straße nicht, weil sie eben diese Terroristen unterstützen. Und das ist natürlich halt eine Erscheinung von diesem antikurdischer Politik, die ja nicht nur mit der AKP entstanden ist, sondern seit den 80er, 90er Jahren auch ganz stark ein fester Bestandteil der Staatspolitik ist in der Türkei. Und das war tatsächlich nicht so lange nach den Gezi-Bewegungen, aber das hat ganz viel kaputt gemacht in ganz vielen Menschen, Vertrauen zerstört in Gezi-Bewegungen und auch die Erinnerung daran hat das auch tatsächlich zerstört. Genau, und das ist ein ganz guter Beweis dafür, dass eben dieser spontan entstandener Widerstand, was ja überhaupt, sie war nicht geplant, das ist ganz spontan entstanden. Und das zeigt auch tatsächlich, dass eben diese spontane Ausbrüche sozusagen, die aus einer Wut herauskommen, solange da kein Augenhöhe ist und man nicht versucht darauf, eben diese Augenhöhe aufzubauen, ist es einfach verdammt zu scheitern. Du hast angesprochen, dass insbesondere die Spaltung dann über den Nationalismus lief und dann auch offenbar die Solidarität darüber nicht mehr so ohne weiteres möglich war. Was bleibt aber jetzt von den Gezi-Protesten? Gibt es zumindest dadurch entstandene Strukturen? Gibt es dadurch entstandene Erfahrungen? Nicht nur in der türkischen Linken, sondern auch letztendlich, es ist ja eine vielfältige Bewegung gewesen, die sich nicht nur als links, sondern im Prinzip im Kern als Bewegung für Freiheiten, für individuelle Freiheiten, aber eben auch für Gerechtigkeit erstmal im weiteren Sinne verstanden hat. Was bleibt von Gezi? Man muss erstmal, ich glaube, ganz klar betonen, dass die türkische Gesellschaft vor den Gezi-Protesten überwiegend entpolitisiert war. Also politisches Engagement war etwas, was sozusagen nicht als innerhalb der jüngeren Bevölkerung zum Beispiel nicht etwas, was als cool betrachtet wurde. Es hatte keine Charme, ja? Es hatte keine Anziehungspunkte, wo sich Menschen gedacht haben, okay, ich engagiere mich jetzt in diesem Verband oder in dieser politischen Partei. Menschen wurden also als politische Subjekte wurden sie halt einfach komplett gelöscht sozusagen, ja. Und die Gezi-Bewegung, also die Gezi-Widerstände haben ganz viele Leute plötzlich wirklich auch über Nacht sozusagen politisiert. Aber das waren überwiegend auch erwachsene Menschen, junge erwachsene Menschen sozusagen, die sich halt angefangen haben, durch diese Widerstände politisch zu interessieren und zu engagieren. Also insofern ist es natürlich
super wichtig. Es ist halt ein Knackpunkt sozusagen, wo bei Menschen ganz klar wurde, dass sie sich eben ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, wenn sie mit der Staatspolitik nicht einverstanden sind, wenn sie der Meinung sind, wir werden diskriminiert, unsere persönlichen Freiheiten werden beschnitten. Und dafür müssen wir uns eben engagieren. Es geht ja nicht anders. Und das hat dafür gesorgt, auch die enorme Sichtbarkeit von Feminismen, wie gesagt, darunter auch die LGBTIQ+-Bewegungen, dass diese so enorm sichtbar wurden, hat zum Beispiel dazu geführt, dass Feminismus selbst in Schulhöfen angekommen ist, was vorher nicht der Fall war. Feminismus war sehr klein, vor allem in den 80er, 90er Jahren war das halt eine Campus-Sache, muss man ganz eindeutig sagen. Es wurde innerhalb von akademischen Kreisen ausdiskutiert und dann gab es natürlich die kurdische Frauenbewegung, was aber auch total marginalisiert war und nicht flächendeckend gehört wurde, weil die dann auch nochmal in einem anderen Art Marginalisierung erleben, dadurch, dass sie nicht weiß sind und ihre Forderungen halt innerhalb von weißen Feministen eben nicht ankommen, durch diesen Filter wahrgenommen werden, sozusagen durch diesen rassistischen Filter. Und das hat ganz vielen Menschen enorme Hoffnung gemacht, wenn man liest, die Protokolle liest von Menschen, die vor Ort waren und tagelang Widerstand geleistet haben, sieht man immer, wie viel Hoffnung sie hatten. Sie waren so fest davon überzeugt, dass jetzt neue Gesetze, von denen Menschen benachteiligt wären, nicht so schnell, nicht mehr so leicht verabschiedet werden können. Dass die Regierung jetzt gesehen hat, dass sich Menschen ganz spontan, ganz schnell und ganz groß eben mobilisieren können. Also sie haben das empfunden wie eine wichtige Machtdemonstration und als Zeichen an die AKP-Regierung, dass sie sich eben nicht alles leisten kann, so wie sie sich das wahrscheinlich auch gedacht hat. Dennoch wurde das komplett gebrochen. Natürlich, niemand wäre auf die Idee gekommen, dass zum Beispiel nach dem gescheiterten Putschversuch passiert ist, dass das möglich gewesen wäre damals, dass die Freiheiten und die Möglichkeiten, auch sich juristisch zu wehren, zum Beispiel, so dermaßen beschnitten wären, dass eine solche Bewegung tatsächlich in der Zukunft im Keim erstickt wird. Das war überhaupt nicht vorhersehbar für sie. Also die Politisierung, dass Menschen also wieder sagen, ich muss mich politisch engagieren, damit sich etwas tut, ist das eine. Das zweite ist Feminismus. Lass uns über Feminismus reden. Gerade eben ist ist ja auch eine aktuelle Meldung, die möchte die türkische Regierung ja aus dem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt austreten. Wie wird das da diskutiert und was tun die Menschen dort eigentlich jetzt gegen diese Bestrebungen? Das ist ja ein kaum vorstellbarer Rückschritt. Was bedeutet das praktisch für die Leute dort? Also es wird ja so argumentiert, dass diese Abkommen quasi die Familie als Institution zerstöre. Und dahinter steckt eben diese Haltung, die auch beispielsweise Scheidungen so schwer wie möglich machen möchte und Frauen, die keine finanzielle Abhängigkeit haben, auch in dieser Unabhängigkeit, meine ich, Entschuldigung, in diese Abhängigkeitsspirale sozusagen halten möchte. Und es wird quasi mit der Religion begründet. Und gestern habe ich mir zum Beispiel einen Talk angeschaut, in dem es auch ausführlich darum ging, dass Polen zum Beispiel kein muslimisches Land ist und die das aber genauso sehen, weil heilige Religion etc. pp. Es wird eben halt mit Religion und mit der Familie als Institution argumentiert. Allerdings wird auch parallel eine Diskussion geführt, Istanbul-Konvention möchte Frau und Mann als klar getrenntes Geschlechtersystem zerstören.
weil dort das Geschlecht als etwas Gesellschaftliches definiert wird. Und das ist gefährlich, weil dann könnte jemand einfach sagen, ich bin beispielsweise stuhl vom Geschlecht, und dann kommt man da eben nicht mehr raus, sozusagen. Also es wird auf eine lächerliche Ebene gezogen, und dann auch tatsächlich auch behauptet, dass Menschen, zum Beispiel nicht-binäre Menschen oder trans- oder homosexuelle Menschen, die eben nicht hetero sind, was ja die Eheschließung nicht erlaubt in der Türkei. Auf dieser Ebene wird versucht, irgendwie ein Bild zu konstruieren, das als würde Istanbul-Konvention versuchen, erstens die Geschlechterrollen und Familie und auch tatsächlich diese Differenzen, die ja auch traditionell gesehen selbstverständlich sind in der Gesellschaft, zu zerstören. Und dadurch würde die Gesellschaft zerstört, indem Menschen sich eben, also indem Menschen nicht mehr, also sozusagen sich nicht mehr reproduzieren. Also so weit geht das. FeministInnen argumentieren, also es gibt natürlich nicht nur eine Front. Man muss auch sagen, dass die Frauenbewegungen sehr vielfältig sind. Aus der religiösen Seite wird damit argumentiert, zum Beispiel, es gibt diese LGBTI-Ebene nicht wirklich. Es wird von ganz eindeutig von Frauen und Männern gesprochen. Auf der anderen Seite von liberaleren Bewegungen sozusagen wird argumentiert, wir sterben und wir wollen nicht sterben und wir brauchen diese Konvention und diese Konvention rettet unser Leben sozusagen. Ich muss auch ganz eindeutig sagen, es gibt, also diese Diskussion um die Istanbul-Konvention ist ja nicht das erste Mal, dass die AKP-Regierung auf Frauenrechte angreift. Und es ist eigentlich jedes Jahr ein neues Skandal. Jedes Jahr wird versucht, entweder ein unfassbar menschenfeindliches Gesetz zu verabschieden, wogegen halt Feministen protestieren müssen. Sie gehen auf die Straße sie demonstrieren, sie werden gewaltig festgenommen und dann wird das irgendwie nochmal beruhigt und die AKP geht einen Schritt zurück. Und dann aber greift AKP zum Beispiel Rojava an und gleichzeitig wird halt, während alle Augen halt in eine andere Richtung schauen, halt werden eben diese Gesetze verabschiedet, ja, also durch diese Ablenkungstricks sozusagen. Und die Feminismen sind eigentlich seit Jahren, vor allem seit dem gescheiterten Putschversuch, nur noch dabei zu reagieren. Die können halt ihre eigene Politik gar nicht ausformulieren. Sie reagieren nur noch auf die Regierung. Dass die Rechte von Frauen wahrzunehmen, das Abendland zerstöre, dass es den Niedergang der Gesellschaft befördere und so weiter. Diese Argumentationen, die kennen wir ja auch in Deutschland. Aber ganz klar, in der Türkei ist das offenbar sozusagen noch ein viel stärkerer Angriff auf deren Rechte. Wie sieht da die praktische feministische Gegenwehr eigentlich jetzt gerade aus? Welche Möglichkeiten bestehen trotz der schwierigen Situation auch der politischen Opposition in der Türkei? Also eigentlich ist das ja so, dass es genügend Gesetze gibt, wenn sie praktiziert werden, die auch Schutz und Prävention leisten würden. Diese werden aber nicht praktiziert. Es gibt immer weniger Frauenhäuser beispielsweise, obwohl eine Pflicht besteht für Frauenhäuser und für ihre Förderung. Und auf Papier ist zum Beispiel auch der Zugang zu sicheren Abtreibungen möglich, aber es wird nicht praktiziert. Menschen finden keine Krankenhäuser, keine Ärzte, die diesen Zugang ermöglichen, weil sie auch selber Angst haben. Entschuldigung, ich habe wirklich den Faden verloren. Wenn ich kurz dann vielleicht mal einhaken darf, du hast dann in einem Text, den du für die Rosa-Luxemburg-Stiftung geschrieben hast, einen Strategievorschlag gemacht. Wenn also die Räume sich schließen, hast du geschrieben, müsse man darüber nachdenken, ob man selbst Räume öffne, ob man selbst sozusagen soziale Alternativen bietet.
Was hieße das praktisch? Das hieße natürlich eine gesamtgesellschaftliche Solidarität. Also, dass Frauen oder Menschen, die als Frauen behandelt werden von der Politik, also das heißt auch Transmänner oder nicht-binäre Menschen oder aber auch natürlich Transfrauen, die da darf man nicht ausschließen, nicht nur von den feministischen Bewegungen, sondern auch gesamtgesellschaftlich verteidigt und geschützt werden, dass sie zum Beispiel als politische Subjekte behandelt werden, dass sie ihnen ermöglicht wird, sich auch politisch zu engagieren. Das heißt, halt diese institutionelle Öffnung in Verbänden und politischen Parteien, weil das ist, also das, die Probleme der Feminismen, das sind halt keine Probleme, die sie alleine lösen können. Das habe ich vor kurzem tatsächlich auch geschrieben, weil es eben nicht nur darum geht, Frauen anzugreifen oder andere marginalisierte Minderheiten anzugreifen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und solange dieses, also das, es muss diese Solidarität eben gewährleistet werden und es sind jetzt heute zum Beispiel kam halt eine Stellungnahme von Männern für die Istanbul-Konvention. Genau solche Widerstände müssen dann eben entstehen. Und das ist halt mit Räumen und Möglichkeiten eigentlich gemeint. Ich höre dich leider nicht. Was können wir als Deutsche Linke denn dann eigentlich tun? Wie können wir unterstützen? Wie können wir auch kooperieren? Und was sollten wir vielleicht nicht tun? Also die Frage einer internationalen Solidarität, eines gemeinsamen Kampfes, einer Unterstützung. Gibt es da Dinge, die wir tun können? Wir nehmen natürlich als Deutsche Linke auch immer wieder wahr, dass wir manchmal eine gewisse Form von Ohnmacht verspüren, wie wir das tun, also was wir tun können. Und die Pressemitteilung als die höchste Form der Solidarität kann uns da eigentlich ja nicht ausreichen. Vor diesem Hintergrund, welche Idee? Also natürlich ist halt, finde ich, ideal, dass durch Widerstand sozusagen auch innerhalb von Deutschland die Türkei-Politik der Bundesregierung beeinflusst wird. Also, dass dafür gesorgt wird, dass die Bundesregierung Druck macht, wie auch immer, durch Sanktionen, was auch immer, also nicht jetzt irgendwie komplett ausschließen, weil da sind ja Menschen an, die müssen ja herankommen, Druck macht, dass eben Menschen nicht grundlos festgenommen werden oder sie halt nicht assimiliert werden und sie nicht getötet werden, dass sie ausreichend geschützt werden auf der Arbeit und auch auf der Straße etc. pp. Und das wäre meiner Meinung nach die effektive Lösung tatsächlich, eben diese Türkei-Politik, weil ganz ehrlich, die Türkei kann nicht alleine überleben. Die Türkei braucht eben andere Länder, die Türkei braucht die Europäische Union und Deutschland auch. Wir verkaufen der Türkei immer noch Waffen und die Türkei tötet KurdInnen mit diesen Waffen. Ja, also da sind so viele Baustellen eigentlich, an denen man gut arbeiten kann. Ich halte nichts von diesen EU-Projekten, die irgendwelche Projekte vor Ort fördern oder Menschen dorthin schicken, die dann halt irgendwie oben herab vor Ort irgendwie irgendwelche Verbände und Projekte, Entwicklungshilfe, nee, also ganz ehrlich, es gibt hier so viel zu tun auf der politischen Ebene und dafür, es wäre optimal, wenn die linke Partei tatsächlich dafür sorgen würde, ausreichend Druck auf die Bundesregierung zu machen, damit das passiert. Lass uns dann auch mal aktuell von deinem aktuellen Projekt sprechen. Du arbeitest gerade an einem neuen Buch. Es geht darum, Hallo, hört mich jemand, ist der Titel. Hat dich da Gesi auch beeinflusst oder ist das ein völlig neues thematisches Projekt? Natürlich hat mich auch Gesi beeinflusst, selbstverständlich. Ich glaube, ich bin wahnsinnig geworden, als das angefangen hat. Ich weiß noch genau, ich habe damals noch in Köln gewohnt, in Kalk, in einer Einzimmerwohnung. Und ich saß den ganzen Tag vor meinem Laptop und habe mir die Bilder und die Videos angeguckt, habe gedacht, oh mein Gott, wie furchtbar das alles ist. Und natürlich war das für mich auch eben ein ganz wichtiger Punkt im Leben, wo ich
ich war schon ein politisch denkender Mensch sozusagen. Ich war nicht komplett uninteressiert sozusagen. Aber das war dann nochmal eine Sache, die für mich das Ganze viel interessanter gemacht hat. Mein Buch ist fertig. Es kommt auch in 2 Wochen circa raus. Kann man aber auch vorbestellen bei dem Verlag Edition Assemblage. Es heißt Hallo, hört mich jemand? Und da geht es um eben darum, dass bestimmte Menschen viel lauter sein müssen und auch in ihren Formulierungen einfach anders sein müssen, als wie die Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel schreibt. Ich muss aber auch sagen, es wird auch nicht alles immer gleich gefiltert. Ich meine, wenn ich so schreiben würde wie Jan Fleischhauer zum Beispiel, aber ja, aber er darf das. Genau. Und eben diese unterschiedlichen Filter führen halt dazu, dass Minderheiten in Deutschland einfach viel lauter sein müssen und viel schriller und in ihren Formulierungen auch so provokant wie möglich, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Es wird ja auch schon seit Dutzenden Jahren auf einer moderaten Ebene, sage ich mal, geschrieben und diskutiert und so weiter. Was ist bisher passiert? Wenn wir uns die Medienlandschaft angucken, die deutsche Medienlandschaft, also Menschen, die aus Drittländern kommen, die sind immer noch unterrepräsentiert. Ja? Und darum geht es halt auch in diesem Titel. Deshalb heißt es so, weil ich auch einer der Menschen bin, die besonders laut schreien muss, damit er überhaupt gehört wird. So, genau. Also es geht um laut schreien als Ausgleich dafür, dass man ansonsten gar nicht gehört wird. Gleichheit herzustellen, erstmal aus der Ungleichheit heraus, das ist der Anspruch des Buches, so verstehe ich das. Das ist ja auch eine Diskussion, die innerhalb der deutschen Linken, wenn es zum Thema Antirassismus geht, eine große Rolle spielt. Gibt es also Möglichkeiten, zum Beispiel gezielt eine Lautstärke zu ermöglichen, die anderen sonst nicht gegeben ist? Welche praktischen Vorschläge hast du dazu? Ich muss sagen, ich wüsste es erstmal nicht, weil ich kaum in linken Räumen präsent bin. Ich fühle mich nicht wohl, ehrlich gesagt, weil ich viel zu wenig Menschen sehe, mit denen ich mich identifizieren kann, wenn ich dort bin. Ich fühle mich auch von der Kommunikationsart nicht angesprochen. Ich fühle mich nicht eingeladen, auch wenn ich auf Demonstrationen gehe. Habe ich immer meine eigenen Leute dabei. Wenn ich alleine hingehe, fühle ich mich ultra einsam und finde auch keinen Anschluss, ehrlich gesagt. So, deshalb würde ich sagen, dass vielleicht erstmal diese Kommunikationsebene da halt was geändert wird, damit sich Menschen auch angesprochen fühlen, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind oder so. Diese Flyer-Kultur zum Beispiel, damit können ja auch ganz viele nichts anfangen. Aber es bleibt ja auch nicht dabei. Also wie wird das ermöglicht? Ich finde auch ganz, ganz, ganz krass, muss ich sagen, dass Menschen, die ja links sind, das sind natürlich Menschen, auf die wir angewiesen sind als Minderheiten. Ganz eindeutig. Natürlich sind wir auf Menschen angewiesen, die solidarisch sind. Und ich finde es halt aber schwierig, dass in linken Räumen, die ja schon antirassistisch sind, ein Selbstbild, ein Selbstverständnis herrscht, dass kein Raum für Kritik zulässt. Wenn gewisse Sachen unreflektiert reproduziert werden, Frauenfeindlichkeiten oder Rassismen, und diese dann kritisiert werden von Menschen, die betroffen sind, muss man einfach zuhören. Es geht nicht anders. Und ich kämpfe auch ganz oft halt über diese, ich meine, wenn ich einen Ausdruck als rassistisch bezeichne, wie kannst du mich Rassist nennen? Ich habe dich nicht Rassist genannt. Ich habe nur gesagt, dieser Ausdruck ist rassistisch. Und wir müssen endlich irgendwo ankommen, wo wir sehen, dass Diskriminierung viel öfter unreflektiert passiert und unabsichtlich passiert, dass es eben reflektiert werden muss. Ich glaube, wenn diese Ebene nicht so ein großer Kampf mehr ist für betroffene Menschen, dann werden sie auch mehr präsent sein. Das schreckt auch viele ab.
weil das auch nochmal eine zusätzliche Arbeit ist. Ja? Natürlich wehren wir uns gegen die Mehrheitsgesellschaft und dann, wenn wir dann auch noch in Räumen uns wehren müssen, die für uns eigentlich sicher sein müssten, wo wir davon ausgehen, dass uns zugehört wird, aber auch dort nicht zugehört wird, dann so läuft es natürlich nicht. Interessante Anmerkung für uns als Linke, die ins Stammbuch geschrieben ist, kein Problem. Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Wir, sage ich jetzt mit wir, weil ich ja auch ein bisschen für wir, die Linke, mit großen Worten spreche, mit großen Buchstaben spreche an diesem Punkt. Vielen Dank, Sibel Schick. Vielen Dank auch für die Kritik an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gebe ich folgende Punkte weiter. Seid laut, seid schrill, lasst euch nichts gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche mit einem ein ganz anderes Thema. Es geht nämlich wieder mal um den Untergang des Abendlands. Sibel hat es ja schon gesagt. Diesmal geht es um den Untergang des Abendlands in Deutschland, nämlich dann, wenn in der Kirche Tarifverträge da sind und wenn es einen Betriebsrat gäbe. Irre, denn das gibt es bislang nicht. Ich habe mir dazu den Jürgen Klute eingeladen. Jürgen Klute ist Pfarrer, war auch mal für die Linke im Europaparlament. Es geht um die Frage des Arbeitsrechts in der evangelischen und katholischen Kirche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.